So Leute, willkommen zum neuen Video von mir. Heute habe ich hier Lampen. Ja, ich wollte euch reden über sie. Ja. Also wir fangen erstmal an mit der ganz normalen Lampe. Und zwar, das sind Sparlampen, die, also wenn sie lang leuchten, dann können die Gifte so rausmachen, ich weiß nicht. Also, ja. Sie sind halt so ein bisschen giftig. So, jetzt gucke ich mal, wie viel Watt die haben. Ich mache mal kurz hier scharf. So, also E14 Fassung. 230 Volt. 50 Hertz. 9 Watt. WO. 720, ja. Hier hat die Lampe schon hier so schwarze Ränder drumherum an diesem Glas. Das heißt, die leuchtet nicht mehr lange. Aber die ist auch schon etwas älter, so über 12 Jahre, würde ich sagen. Ja, jetzt kommen wir zu den LEDs. Die würde ich euch empfehlen. Da sind, sparsame Lampen, die sind so aktuell hier im Laden. Ja. Die habe ich jetzt bei IKEA gekauft. Sie hat E14 Fassung, 3 Watt, 50, 60 Hertz, 240 Volt oder auch 220. Ja. Also wie gesagt, würde ich euch empfehlen. Die zum Beispiel habe ich im IKEA gekauft. Diese weiß ich jetzt nicht mehr. Aber die ist auch schon jetzt etwas älter. Diese Marke von der, hier heißt sie, Walsum Lighting, heißt die Marke von der Lampe. Ja, hier habe ich dann Filament heißt die Lampe. Ja, also würde ich auch empfehlen. Sind genauso gut wie LEDs. Sind auch richtig sparsam. Auch Osram. Also, die war jetzt nicht von Osram, aber Osram. Ja. Die würde ich auch empfehlen. Man könnte denken, so ein bisschen, dass es eine Glühlampe wäre, aber das ist eine LED, wenn auf der Verpackung LED draufsteht. Ja, ich würde sagen, das wäre es dann mit dem Video. Spaß, doch nicht. Ich habe Spaß. Nein, Spaß. Ja. So, kurz scharf. Natürlich. Nee, unscharf natürlich. Mann. So, hier möchte ich scharf. Natürlich unscharf. Mann. Ist dein Ernst gerade? Die Kamera möchte nicht scharf werden. Jetzt. Also, 4 Watt. 50, 60 Hertz. 35, ja. Also, immer. Ja. Made in China. Die ist made in. Steht nicht, glaube ich. TÜV hier. Aber da steht nicht auf der, wo sie ist. Diese Lampe ist von. Mal sehen. Da steht das drauf. Made in China. Hier steht das. Auch in China. Ja. Okay, das wär's dann eigentlich mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Falls ihr noch nicht abonniert habt, macht's mal. Also nicht zwingen. Ich zwinge euch nicht, aber wenn ihr wollt, könnt ihr es mal machen. Aktiviert die Glocke, falls ihr es wollt. Ja, dann sehen wir uns morgen beim neuen Video. Ciao.